Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute mal wieder was ganz Spezielles. Heute versuche ich eine kaputte Grafikkarte im Ofen zu reparieren. Ob das funktioniert, werdet ihr in diesem Video erfahren. Ich weiß es jetzt schon, aber ihr wisst es erst später. Bevor das Ganze jetzt losgeht, ganz großes Achtung dabei. Probiert das nur aus, wenn die Grafikkarte auch wirklich kaputt ist, ihr keine Garantie mehr habt oder sie eigentlich schon entsorgen wolltet. Also wirklich nur, wenn nichts mehr zu retten ist. Macht das niemals bei intakter Hardware. Wenn ihr jetzt eine eigentlich schon komplett abgeschriebene Grafikkarte nochmal versucht zu reparieren mit dieser Ofenmethode, habt ihr immerhin eine gewisse Chance, dass die Karte nach dem Backen, jedenfalls für eine gewisse Zeit, auch wieder funktioniert. Denn durch diesen Backvorgang werden eventuell Haarrisse in dem Lötzinn wieder geschlossen. Wenn ihr Pech habt, geht auch noch ein bisschen mehr auf der Grafikkarte kaputt, irgendwelche Bauteile geben den komplett auf oder es schmelzen auch Teile, kann alles passieren. Von daher wirklich bloß bei Hardware machen, die kaputt ist. Wenn da nichts mehr zu retten ist, könnt ihr es ausprobieren, aber ansonsten Finger weg. Im Video habe ich relativ hohe Temperaturen, weil ich diese Grafikkarte schon kenne, habe das vor ein paar Jahren mal gemacht. Und wenn ihr das jetzt zum ersten Mal macht, fangt auf jeden Fall mit geringeren Temperaturen, so vielleicht 120 Grad erstmal an und nehmt auch eine kürzere Backzeit. Also ich habe da 45 Minuten, glaube ich, drin und fangt erstmal mit 20 an. Wenn das Ganze nicht funktioniert, also ihr nach dem Abkühlen die Grafikkarte wieder eingebaut habt und seht, der Fehler ist immer noch da, sie funktioniert nicht, dann tastet euch mit höheren Temperaturen und längeren Backzeiten einfach mal dran, ob das eben funktioniert. Vielleicht immer so um 20 Grad erhöhen oder um 5 Minuten. Probiert das denn einfach mal aus. Ihr habt nichts mehr zu verlieren, wenn es vorher kaputt ist. Ansonsten Finger weg davon. Genau, und wie gesagt, das Ganze macht ihr eben auf eigenes Risiko und im Zweifelsfall lieber Finger weg davon, wenn ihr euch unsicher seid. Okay, gucken wir uns mal mein Backrezept an. Also wir brauchen erstmal eine Grafikkarte, alt kaputt, bei der man wirklich nichts mehr falsch machen kann, die eigentlich reif für die Tonne ist. Dann ein bisschen Alufolie, einen passenden Schraubendreher, um die Karte zu lösen oder um ja, den Rechner aufzuschrauben, in der richtigen Größe natürlich. Dann brauchen wir einen Backofen. Ich habe da Umluft genommen. Ja, das ist, glaube ich, besser, damit sich die Temperatur besser verteilt. Dann brauchen wir auch noch CPU-Wärmeleitpaste. Dann brauchen wir eben auch noch CPU-Wärmeleitpaste, um ja die verbrauchte alte Leitpaste zu ersetzen. Dann noch Spiritus und ja, Papiertücher oder Klopapier, um den Chip von dieser Grafikkarte ein bisschen zu säubern. Ihr könnt auch irgendwas anderes nehmen, vielleicht auch Glasreiniger oder so. Hauptsache, da kommt diese alte Wärmeleitpaste von dem Chip runter. Dann mein Rezept, also die Grafikkarte aus dem Rechner ausbauen. Alles, was man irgendwie von der Grafikkarte abmontieren kann, auch runternehmen, irgendwelche Folien oder Plastikteile, Kühler, das sollte alles runter, soweit es geht. Wenn das verschraubt ist, abnehmen. Wenn es irgendwie anders festgemacht ist, wenn das verlötet ist, ja gut, ist es so, wie es ist. Aber einfach runternehmen, was geht. Dann den Backofen auf 175 Grad mit Umluft vorheizen. Wie gesagt, verwendet erstmal eine geringere Temperatur, wenn ihr das zum ersten Mal macht. Dann die Grafikkarte für 45 Minuten backen. Ihr fangt am besten mit 20 Minuten an und tastet euch dann an so eine ja, optimale Temperatur und Backzeit ran. Hinterher ganz wichtig, das Ganze auskühlen lassen. Also nicht sofort hier das Backblech rausreißen, irgendwo hinschmeißen oder so. Dadurch kann das Ganze sich deutlich verschlechtern, dass dann vielleicht sogar Teile abfliegen dadurch. Also schön im Backofen ruhen lassen, bis die Temperatur quasi auf Zimmertemperatur abgefallen ist und dann erst die Grafikkarte rausnehmen. Hinterher in den Rechner einbauen, Daumen drücken, Rechner anschalten und wenn das Ganze nicht funktioniert hat, dann macht ihr dasselbe eben wieder von vorne, nochmal mit ein bisschen höherer Temperatur oder längerer Backzeit.
Ja, dann schauen wir mal, was ich da so gemacht habe. Die Tonqualität ist nicht so gut. Ich habe diesmal eine andere Kamera genommen, also so eine ganz normale, ja, Videokamera mit jetzt mal einem Ansteckmikrofon. Aber es halt so ein bisschen und es sind auch einige Umgebungsgeräusche dabei. So, also das ist jetzt dieses Gerät, was schon ein bisschen älter ist. Erkennt man auch so ein bisschen an den Aufklebern, die hier drauf sind. Sowas wie Intel Centrino, Windows Vista. Und dort ist eben eine Nvidia-Grafikkarte drin. Und eine der Besonderheiten heutzutage auf jeden Fall ist, dass die nicht direkt auf das Mainboard draufgelötet ist, sondern geschraubt ist. Man kriegt die also raus. Und das ganze Gerät habe ich hier mit Ersatzteile markiert. Also fährt quasi noch so halbwegs hoch. Im Textmodus kommt man auch noch, aber eben beim Grafikmodus dort hapert es halt. Mal gucken, ob ich den jetzt noch mal so ankriege. Ich habe hier einen USB-Stick reingesteckt. Da ist ein Linux Mint drauf, ein relativ aktuelles. Und mal gucken, ob er davon bootet. Also den Textmodus sieht man da ja schon. BIOS-Meldung und so weiter. Und genau, da ist auch noch irgendwie ein Debian auf einer Festplatte drauf. Das will ich aber eigentlich nicht. Mal gucken, ob ich noch irgendwie ins BIOS reinkomme. Oder dieser Bootmodus. Irgendwo konnte man das, glaube ich, einstellen. Mal gucken, ob ich jetzt noch den USB-Stick ausgewählt kriege. F2 ist ja richtig. Und unter Boot Device Priority kann ich das noch ein bisschen hochschubsen, dass der USB-Stick eben auf die erste Position kommt. Hier ist das mit F6. Einmal beenden und speichern. So, und jetzt müsste er eigentlich vom USB-Stick. Genau, also das sieht schon mal kaputt aus bei Linux Mint hier. Also alles, was jetzt irgendwie Grafik ist, ist schon irgendwie kaputt. Und mal schauen, ob ich das wieder hinkriege. Aber dafür muss ich das Ding jetzt erstmal zerlegen, die Grafikkarte rausnehmen, ein paar Teile noch abbauen von der Grafikkarte und dann schieben wir das Ganze mal in den Ofen und mal gucken, ob es hinterher wieder funktioniert. Ich weiß es nicht, ob mir das bei dem hier auch gelingt. Bei Baugleichen von diesem Gerät hat das funktioniert. Vielleicht klappt es da auch nochmal. Mal schauen, kann gehen oder auch nicht. Wir lassen uns überraschen. So, und hier drunter verbirgt sich jetzt die Grafikkarte. Die kann man jetzt eben mit diesen ganzen Schrauben hier einmal lösen. So, und jetzt brauche ich eigentlich bloß noch zu ziehen. Und jetzt habe ich auf dieser Platine diese Nvidia-Grafikkarte drauf und ich kann die immer wieder dadurch anstecken. So, und bevor ich das Ganze jetzt in den Ofen schiebe, mache ich noch dieses Plastikzeug hier ab. Einmal diese Folie hier, damit die da nicht festbackt. So, das ist auch schon gerissen. Also das habe ich immer mal wieder ausprobiert mit ja, steigender Temperatur über die Zeit. Und je nachdem, wie hoch die Temperatur nachher war, hat es ein bisschen länger gehalten. Und das hier ist so ein Ersatzgerät oder vielmehr so zum Ausschlachten noch gedacht. Und ja, das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Und mal gucken, ob es jetzt wieder klappt hinterher. Also eben auch dieses ganze Gummi, das kommt auch ab, sodass wir letztendlich hier die blanke Platine haben.
So, wie man jetzt wahrscheinlich hört, heizt der Ofen schon mal ein bisschen vor. Das ist jetzt Zeit, die wir brauchen können, um das Ganze noch mal ein bisschen vorzubereiten. Da diese Wärmeleitpaste, die muss auch noch ein bisschen runter. Dann nehme ich jetzt einfach so ein Stückchen Klopapier, bisschen Spiritus drauf, damit das denn da wieder besser aussieht. Also damit sich das da auch nicht irgendwie festbrennt oder damit irgendwie Reaktionen eingeht zusammen mit der Hitze. Und jetzt gucken, was ich denn da eine wunderbare Nvidia-Grafikkarte oder was heißt wunderbar? Also diese Serie, die hatte sowieso so ein bisschen Probleme mit dem Lot, womit das mit der Trägerplatine verbunden wurde, und da sind denn Haarrisse relativ häufig aufgetreten. Also die Garantie ist ewig abgelaufen, von daher kriege ich da eh nichts Neues mehr. Und jetzt mache ich das so wie der Chef von Nvidia und schiebe das Ganze gleich in den Ofen. Dann kommt das hier noch so ein bisschen in Folie rein. So, und damit es nicht direkt hier auf dem Backblech liegt oder andersrum. Ich weiß das schon gar nicht mehr, so lange her, dass ich das gemacht habe. Also es ging eigentlich ganz gut mit so ein bisschen Einwickeln und dann so ein bisschen Abstand. Das soll die Hitze jetzt noch mal ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Das ist was ich mir von so Handydetektoren mal abgeguckt habe. Die machen das eben, der Ofen ist jetzt warm genug, mit den Platinen von den Smartphones, bauen da alles auseinander und schieben das dann auch in den Ofen, um da diese Kontakte wieder zu verbessern, also diese Haarrisse auszugleichen. Und bei den Grafikkarten hat es eben auch ganz gut funktioniert und vielleicht klappt es jetzt nochmal. So, der Ofen, bekannt aus GNU-VC Kochen mit Flausch. Diesmal kochen wir allerdings keine Pinguine oder vielmehr keine Schnecken, sondern Grafikkarten. So, also hinein damit mit unserem wunderbaren Backwerk. Klappe auf oder vielmehr erstmal hier die Lüftung aus und einmal schnell rein damit. Nicht über das Stativ stolpern und wieder an. So, und jetzt, ach, wie viel hatte ich dem gegeben? 45 Minuten? Also es ist schon Jahre her. Ich probiere es mal mit 45. Also länger und höhere Temperaturen waren besser. Ich glaube, das allererste Mal habe ich mit 100 Grad probiert und irgendwie 15 Minuten oder so. Das hat dann gereicht für einmal anmachen, einmal ein Bild kriegen und dann war es schon wieder vorbei. Dann wurde ich immer so ein bisschen wagemutiger, habe das immer ein bisschen länger und ein bisschen heißer gemacht. Und die heißeren Varianten und länger, die haben viel besser halt gehalten. Und von daher mache ich jetzt mal 175 und oh, 45. Hey, ich mache mal 45. Ich kann ja bei der Karte sowieso nicht mehr viel kaputt machen. Genau, also einfach mal gucken, was da passiert und ja. So, und da drin backt sie jetzt. Mal gucken, was hinterher rauskommt. Ob es ein Kuchen ist, ob es eine Grafikkarte ist. Wir werden uns überraschen lassen. Ja, auf dann in jetzt noch 43 Minuten und ja. Mal schauen. So, es ist jetzt fertig, jedenfalls von der Backzeit her. Einmal das Gepiepe aus. Und was ich jetzt mache, also ich werde das Blech jetzt nicht rausnehmen. Ich mache das Ganze einfach jetzt bloß aus. Und lasse das jetzt einfach drin. Warte, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei. Denn ich denke mir, im Moment ist dieses Lötzinn noch nicht ganz fest und wenn ich da jetzt großartig dran rumruckle, also wenn ich jetzt das Blech rausziehe oder die Klappe aufmache, dass ich denn damit vielleicht sorge, dass diese Verbindungen wieder schlechter werden. Also von daher lasse ich das jetzt ganz einfach abkühlen, ohne dass ich das jetzt bewege, und mache es erst dann auf und nehme es raus, wenn es auch wirklich kalt genug ist. So, also die Grafikkarte ist jetzt frisch aus dem Ofen rausgekommen, ist jetzt auch gut abgekühlt. Ja, jetzt erstmal so sieht es nicht großartig anders aus als vorher. Das ist schon mal gut. Also ist hier irgendwie
nichts geschmolzen oder so. So soll es auch sein. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Schmutz von der Wärmeleitpaste. Muss natürlich auch nochmal weg, damit denn auch die neue Wärmeleitpaste da nicht irgendwie mit der anderen in Kontakt kommt und dass die Wärme besser abgeleitet wird. So, da am Rand auch nochmal ein bisschen. So, dann brauchen wir natürlich auch noch neue Wärmeleitpaste, an die ich nicht gedacht habe. Nachdem ich jetzt auch wirklich die Wärmeleitpaste geholt habe, nehmen wir jetzt ganz wenig davon. Ich hoffe mal, die ist noch halbwegs gut. Und wichtig ist dabei, dass man wirklich wenig nimmt, denn viel hilft viel, zählt hier nun gar nicht. So, wenn man so einen kleinen Klecks hier drauf. So streichfähig ist die auch nicht mehr. Ein Tick mehr. So. Mal gucken, ob das geht. Dann habe ich hier so ein Dings mir genommen, um das so ein bisschen glatt zu ziehen. Nachher durch den Anpressdruck wird das sowieso noch so ein bisschen verteilt. Aber dass man jetzt hier so ein bisschen schon mal das glatt gezogen hat, ist durchaus von Vorteil. So. Dann habe ich das schon mal so weit. Dann müssen wir natürlich auch diese Plastikdinger und diese Gummiklebedinger drauf tun. Ich werde jetzt erstmal das einfach so hier wieder festmachen. Einmal so festdrücken und dann auch die einzelnen Schrauben wieder festmachen. Ich verteile jetzt erstmal noch diese Gummidinge und dann kommt dieses Plastik drauf. Denn da steht, glaube ich, auch mit bei, welche Schrauben überhaupt in welche Löcher sollen. Denn es gibt einige, wo denn einfach hier durchgeschraubt wird. Da muss ich mal gucken, dass ich die dann nicht schon vorher belege. Da fehlt ja noch hier nochmal Metall. Für die Abschirmung ist das wohl, damit das Gerät nach draußen eben keine elektromagnetische Strahlung absondert oder so. Dass das nun keinen Funk stört oder sowas. So, und dafür ist natürlich das Plastik da, dass es hier nicht drüber leitet. So, also nächster Versuch. Hup, hup, hup. So, alles wieder drin. Und jetzt noch zuschrauben, dass die Tastatur auch wirklich festhängt. So, und letzte Schraube. Genau. Akku wieder rein, obwohl das Ding eigentlich komplett hinüber ist.
aber allein wegen der Stabilität, weil der sonst dazu neigt, so ein bisschen kippelig zu sein. Das ist ganz gut, den trotzdem wieder einzusetzen. Der wird jetzt wahrscheinlich auch keine BIOS-Batterie mehr haben, also müssen wir gleich nochmal neu einstellen. Aber mal gucken, ob wir jetzt gleich ein Bild haben. Ja, wo ist das Loch da? Vielleicht haben wir so was Grafisches, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. So, sieht man das? Einmal hier. Schon mal F2 drücken. Also wir haben auf jeden Fall nichts kaputter gemacht, als es schon war. Textmodus geht weiterhin. Achso, hat er sich sogar gemerkt, hier mit USB 3. Das ist schon mal gut. So, und mal gucken. Ja, also ist es nicht besser geworden. Also, Grafikmodus geht weiterhin nicht. Die Streifenmuster sehen jetzt anders aus. Aber das war mehr oder weniger auch das, was ich vorher erwartet habe. Denn ich habe nämlich auch auf diese Grafikkarte draufgeschrieben, dass die wirklich einen an der Marmel hat. Und das habe ich mit der schon mal probiert. Also die ist jetzt wohl für Grafikmodus komplett unrettbar kaputt. So, das war's dann auch für dieses Mal. Wie immer, macht es nach, beziehungsweise in diesem Fall, lasst lieber die Finger davon, wenn ihr euch unsicher seid. Ihr könnt damit eine Menge kaputt machen. Also wirklich bloß bei kaputter Hardware anwenden. Ansonsten Finger weg. Ja, abonnieren, Glocke drücken und ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal.